Sagt Grüß, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Defiance. Ich habe gerade mal so spontan auf die Karte geschaut und da scheint es ja ziemlich zu krachen da unten. Und zwar, wo war es denn jetzt hier? Da. Da möchte ich doch gerne hin. Wolfschwarm in den Sutro-Bädern und es hat noch nicht mal angefangen. Dementsprechend würde ich sagen, sausen wir direkt dahin. Ich weiß gar nicht, ob das Event Nuklearer Winter noch stattfindet oder noch stattfinden wird. Aber das fand ich beim letzten Mal richtig cool. Weiß jetzt allerdings immer noch nicht, ob das jetzt, Archenfall im Anmarsch. Okay, Frage hat sich, Frage hat sich aufgeklärt. Alles schon beantwortet. Immer noch nuklearer Winter. Da ist allerdings noch mitzuwirken, ist, glaube ich, ach komm, vielleicht kriegen wir, ach komm, lass einfach probieren. Wir werden jetzt nicht viel bewirken können, aber vielleicht bekommen wir hier doch das ein oder andere Nette. Und danach können wir immer noch den Wolfschwarm da erledigen. Ich meine, hier ist wieder volle Hütte, oder? Dann können wir schön unsere neue Waffe mal hier auschecken. Ich mag mich täuschen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die macht guten Schaden. Ja. Sofern nicht allzu... What the fuck? Was war das denn? Uiuiuiuiui. Sofern der Gegner nicht allzu viele Panzerplatten hat. Dass sie... Oh, so hin und her glitschen. Das, was? Ich habe schon wieder keine... Ich habe keine Muni. Was ist denn hier los? Er feuert schnell, lädt schnell nach. Also da geht die Munition wirklich doch recht schnell flöten. Ein bisschen mehr Muni hätte ich allerdings doch gerne im Magazin. Ah, komm, hier kriegst du noch eine. Und wir gehen mal dahin. Okay. Der hat da was auf dem Kopf. Das sieht nicht nach Deko aus. Beziehungsweise nach Mode. Ja, aber wäre natürlich auch möglich, dass Mutanten, beziehungsweise, ja, Zombies, Schrillmonster, whatever, auch ohne Bewusstsein können. Das hätte natürlich was. Wäre das mal was? So ein Apex-Zitterner mit so einer typischen Jacke mit so Feldkragen? Jacke mit so typischen Feldkragen, meine ich. Wie es heutzutage fast jeder trägt. Das hat aber was, ne? Und noch ein schönes Cappy dazu. Ha. Apropos Modewurst. Ich hatte ja gestern... Auf Arbeit hatte ich einen Kunden. Also, ich weiß nicht, ob das Mode sein soll, aber... Also müsst ihr euch vorstellen, der Kerl war ungefähr so Mitte 50, lange weiße Haare, weißer Schnauzer, hatte eine hellblaue, ja, wie nennt sich das, Jeansjacke, ja, an, glaube ich, das man so nennt, hatte, muss ich kurz überlegen, weiße Turnschuhe. Lila Strumpfhosen und darüber ein, ja, so ein Jeansrock, glaube ich, nennt man das. Ich meine, wem es gefällt. Ich fand es furchtbar, weil das sah schon hart weiblich aus.
War aber natürlich ganz nett, um Himmels Willen. Ja, man sollte Menschen nicht nach ihrem Äußeren, nicht immer nach ihrem Äußeren beurteilen, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Aber es gibt durchaus Menschen, wo es definitiv gerechtfertigt ist. Oder Fälle. Wo man den sieht und sagt, okay, der ist bestimmt so und so. Und dann stimmt das auch. Muss aber nicht immer sein. Ich wurde oft genug des Besseren belehrt. Haben wir noch ein bisschen Muni hier für mich? Ah, ich kann wieder Dings stellen. Aber ohne solche Menschen, ich glaube, das wäre doch recht langweilig, das Leben. Von mir aus können die Menschen sich teilweise, ja, kleiden, wie sie wollen. Hauptsache, sie benehmen sich ordentlich. Ach, komm schon. Ja, schön. Haben wir hier jemanden, der mir vielleicht helfen könnte? Negativ? Och Leute, komm. Das hasse ich ja. Ich weiß nämlich nicht, ob ich für meine Kollegen sichtbar bin oder nicht. Ich sehe hier auch niemanden auf der Map, weil es einfach wieder komplett überfüllt ist. Dementsprechend, bevor ich hier noch länger warte, Extraktion. Und dann düsen wir nochmal dahin. Aber ist natürlich wieder hier, ich werde natürlich wieder am Arsch der Heide respawned. Muss wir den ganzen Scheiß zurückfahren. Also das ist etwas, was ich etwas überhaupt nicht ab kann, muss ich ehrlich gestehen. Also ich kann verstehen, wenn sie vielleicht die Menge der Mitspieler, ja, wie soll man sagen, unsichtbar machen, instanzieren, damit die Framerate nicht einbricht oder was auch immer. Aber ich finde, sobald man gestorben ist oder beziehungsweise irgendwie handlungsunfähig auf dem Boden liegt, sollte man für die anderen Mitspieler sichtbar sein. Und alles andere ist nicht cool. Ich meine, andere MMOs schaffen es ja auch. Ey, ohne Mist, Mann. Andere MMOs schaffen es ja auch. Wow, sowas Episches. Ich liebe den nuklearen Wind, habe ich das schon mal gesagt. Die volle Menge an Mitspielern zu zeigen, ohne dass da irgendwas instanziert werden muss. Oh, okay. Sauer. Eieieiei. Also entweder drücke ich den richtig rein oder... Ja, jetzt ist er sauer. Gut, gehe ich wieder zum anderen. Oder auch nicht. Genau, Feuer bitte auch mal auf die anderen, nicht immer auf mich. Wunderbärchen. Also, das finde ich ja schon mal richtig geil, ne? Also dieses, schnell das Ding nachlädt. Und das macht auch echt guten Schaden, also da kann man nicht meckern. Ich darf mir nicht... Oh, nicht schon wieder, Leute. Ey, komm. Ich mache immer den Fehler, dass ich stehen bleibe, ne? Leute, ey. So, könnte mir jetzt bitte jemand helfen? Das ist mega uncool. Das ist richtig mega uncool. Ohne Mist, das könnt ihr echt nicht machen. Das könnt ihr echt nicht machen. Da, hallo, Kollegen!
Hallo. Danke. Jetzt bleiben wir auch immer schön in Bewegung. Wir kümmern uns erstmal um wieder. Also hier taucht ja alles auf, ne? Ja, fast alles zumindest. Ach Mensch, jetzt komm her. Vielleicht nehmen wir einfach mal das hier. Und auch noch ein paar Granaten verteilen wir. Sagt die Muni. Schlecht, aber wir haben noch ein paar Spikes. Okay, der ist nicht lustig. Oh, die sind alle nicht lustig. Aber die Waffe gefällt mir. Ich finde sie echt cool. Also wesentlich angenehmer als die davor. Noch ein bisschen mehr Muni im Magazin und das gefällt mir echt gut. Finde ich richtig geil. Schöne Nachladezeit. Verglichen mit der anderen ist es ja Himmel auf Erden. Oh mein Gott, hier ploppt ja alles auf. Das ist ja richtiger Spam, kann man sagen. Ein Spam an Gegnern. Aber krass, wie viele Punkte man hier in dieser kurzen Zeit bekommt. Mann! Leckt mich doch! Was hat mich denn jetzt schon wieder getroffen? Ich check es nicht. Das ist einfach hardcore. Leckt mich, da fahre ich dann nochmal hin. 2000 Punkte wieder in Kauf genommen. Insgesamt 4000 schon. Ah, komm schon. Fahr. Fahr, was das Zeug hält. Ah, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der so oft gestorben ist oder stirbt. Zweimal ist ja noch im Rahmen, aber was da an Punkten flöten geht, das ist nicht mehr lustig, wirklich nicht. So. Und Monarch, das ja, ich fixiere mich mal darauf. Ich bleib mal hier stehen. Kämpf du mal, kämpf du mal. Nein, mein schöner Spike. Ich meine, ich kann meinen anderen Kollegen auch nicht heilen oder so, wenn ich es jetzt machen würde, weil ich sie nicht sehe. Aber mehr Schaden, das ist schön. Teamarbeit auf Maximum, ja. Meine Munition ist alle. Ach, Leute, 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 Leute. Schon wieder? Alter, was killt mich denn da die ganze Zeit? Ich checke das ja selber nicht mal. So, ich kann immer noch keinen Munitions-Spike stellen. Jetzt aber.
Nachladen, nachladen, schneller. Aber wie lange geht denn das hier noch? Da, Granate, bitte. Ich treffe den auch nicht so ganz an seinem Bäuchli, ne? Weil. Das ist schon eine harte Schade. Ja. Habe ich deine Aufmerksamkeit oder wie ist es? Schon wieder, Alter. Ich weiß nicht, was mich da die ganze Zeit killt. Da ploppt hier und da was auf. Das ist Stress. Das ist richtig nervig. Du stehst einfach so rum, ja? Dann ploppt irgendwas auf und du bist sofort tot. 6000 Punkte in den Sand gesetzt. Das ist widerlich. Vielleicht, keine Ahnung, stelle ich mich einfach abseits irgendwo hin. Mit dem Scharfschützengewehr, mit meiner Ranger und dann. Immer druff. So, guten Tag, ich bin mal wieder da. Was ist hier so los? Ach so, ja, gut. Na denn. Hamster 86. Boah, irgendwo ganz unten. Tode 7-mal? Bin ich 7-mal gestorben? Echt jetzt? Alter Vater, ja gut, der ist auch gut ausgestattet, ne? Kann man nicht anders sagen. Nun gut. Zack. Upgraden. Beute anschauen. Aha, ja. Seht ihr. Isotroper Zerfall. Das hauen wir uns erstmal alle in die Favoritenliste. Und alles andere spalten wir mal auf. Und dann schauen wir uns das hier mal an. U238 SMG Mods anbringen. Da haben wir nichts für. Lauf haben wir hier aber. Geil. Ja, auf jeden Fall. Auswählen. Aktion Storden. Haben wir drinne. Und damit haben wir jetzt auch, plus 17% kritischer Multitreffer. Das Ding ist, jetzt fehlt uns natürlich nur noch was für den Schaft. Was haben wir denn da jetzt drin? Achso, das ist Assassine, ja. Das ist natürlich doof. Ja, okay. Was? Inventar ist voll. 30 von... Ja, ich habe echt viele Mods drin. Gebe ich gerne zu. Was? Guerilla-Schulterstütze. Ja. Schafft. Nahkampf, ja. Gut, hau ich jetzt einfach mal rein. Was auch sonst. Weil dann hätten wir das nämlich jetzt voll, das Ding. Ach, komm schon. Mods anbringen. Mods anbringen. Schafft. Zack. Auswählen. Aktion starten. Ja, und damit ist sie jetzt komplett ausgestattet, ne? Ja. Eieieiei. Ja. Gefällt mir das Ding, gefällt mir. Nochmal Nuklear. Ach komm,
Gehen wir doch nochmal hin, lassen uns noch ein paar Mal töten. Ich meine, es lohnt sich ja. Wir bekommen hier echt gutes Zeug. Aber ich müsste langsam mal aussortieren. Ich habe nicht mehr genügend Platz. Müssen wir echt mal machen hier, ne? So, das kann zum Beispiel weg. Das ist genau dasselbe. Aufspalten, Hammerarm. Lassen wir es erst. Fahren wir erstmal dahin. Und Kohle gibt es auch anscheinend ganz gut, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, da kann ich jetzt nicht großartig viel mitwirken. Der läuft schon ein bisschen. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes ab. Ah ja, hier. Mein Monarch des Vertrauens. Wunderbar. Feuer einfach mal, ohne dass ich was sehe. Ah, nehmen wir lieber was Leichtes. Oh Mann. Leck. So, das ist Fuchikado. Ja, so gefällt mir das. So ist das cool. Munition. Wenn wir müssen die Spikes sparen. Weil die gehen bei der Waffe ja raus wie nichts Gutes, ne? Echt Hammer. Mann, der Mund ist da schon wieder leer. Okay, das findet er jetzt nicht so cool. Und du auch nicht, ja? Ja, das finden wir jetzt nicht so lustig. Ja, hauen wir dem einfach mal so ein bisschen was rein. Punkte werden mir gerade irgendwie nicht angezeigt. Aber jetzt schon ein schöner Schadensverstärker. Muss man mal zugestehen. Jetzt lad nach. Schneller. Jetzt krieg ich den da nicht schon wieder, ne? Das. Komm, lad schnell nach. Ist dir wurscht. Alter! Was Legendäres? Was ist denn hier los? Eieiei. So, was Legendäres. Auch wenn es eine Pistole ist. Eieiei. Ja, also der nukleare Winter scheint sich größter Beliebtheit zu erfreuen. Kannst du es vergessen? Wo ist sie denn jetzt hier? Da?
U238 HP 6 Wolfhound. Outheim. Ja, komm, check mir mal aus, ne? Haben wir dafür schon was? Mods anbringen. Nee. Die hat was. Guck dir mal die Geschosse an. Das sieht schon ganz geil aus. Okay, ist hier vielleicht noch irgendwo was in der Nähe? Ist hier vielleicht noch irgendwo, oh, schade, ist gerade nichts in der Nähe. Ach, Mensch. Ja, ich würde sagen, dann kämen wir mal eben zurück und filtern ein bisschen raus. Schauen, was wir gebrauchen können und was nicht. Oder können wir auch eben mal hier machen. Einfach mal alles durchklicken. Zack, zack. Da ist aber nichts dabei. Massenkanone. Was haben wir denn hier? Quartiermeister, ja. Auch nichts. Ranger. Assassine. Was? Nee, du kannst aufgespalten werden. Dich möchte ich überhaupt nicht. Magazin. Auch nicht. Zielfernrohr. Auch isotroper Zerfall. Ach, Mensch. Ja, ich brauche ein bisschen Platz. Ist jetzt nun mal so. Sonst noch irgendwas? Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Da. Und dann können wir uns ja eh gleich noch eine Lockbox holen. Und ansonsten würde ich sagen, war das ja wieder heute ein, ja, ein Part, der sich gelohnt hat. Als wenn man sowas Legendäres bekommt, das, boah. Selbst wenn ich nur kurz dabei war, finde ich nicht schlecht. Du willst mich umbringen. Okay. Wie viel Platz haben wir denn jetzt eigentlich? Mir geht es dreckig. Gehen wir das mal kurz durch hier. Isotroper Zerfall. Ja, habe ich eh nichts. Kann weg. Splash-Mündung. Dann behalte ich mal. Behalte ich. Kann weg. Kann weg. Machen wir erstmal das. Dich behalten wir natürlich auch. Dann wollte ich noch mal kurz was nachschauen und zwar in Bezug auf den Wächter. Du willst mich umbringen. Nein, nein. Anlegen, bitte. Und zwar, wo war denn das jetzt hier nochmal? Cyric da. Okay. Kann ich hier irgendwas einfügen? Halt, da war was. Scheint. Bezieht sich das jetzt. Ach, komm, akzeptieren. Da kann ich nichts einfügen, da auch nicht. Gut, dann haben wir das schon mal. Habe ich mich immer noch nicht großartig mit auseinandergesetzt. Und jetzt haben wir hier noch eine Wolfhound. Ist das geil. Ja, interessiert uns aber nicht. Wir möchten. Etwas kaufen. Expertenlockbox. Bitte. Zwei epische Sachen. Schwer abgesickte Pumpgun. Ja, ich. Ich weiß ja, dass sie gut reinhauen, ne? Ach komm, das können wir auch weghauen. Aber zwei Schüsse reizen mich nicht wirklich. Sagen Sie, wann haben Sie nach Ihrer Ankunft im Untergang die ersten Symptome?
Die muss wahrscheinlich richtig... Nee, komm. Das spalten wir auf. Die epische Splittergranate können wir eigentlich behalten, weil dann haben wir jetzt wiederum drei epische... Mann, ich bin hier schon wieder komplett überfordert. Granaten. Haben wir jetzt hier zum Beispiel drei epische Granaten. Typen. Genau. Und genau. Und den Rest, den spalten wir jetzt auf. Und für euch hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Es war heute wieder richtig kräftig was los. Ich hoffe, dass es jetzt noch ein bisschen mit dem nuklearen Winter anhält. Das würde mich sehr freuen, weil es ist wirklich sehr lohnenswert. Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Auch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Defiance. Haut rein, bis dann und ciao.